Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu God of War auf der PlayStation 5. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit, wo wir hier so stehen und höre ich die ganze Zeit Atreus einfach husten. Diese ganzen kleinen Anteaser-Dinger zu dem, was noch in dieser Story passiert, das wird mir jetzt alles erst nach dem dritten Durchlauf hier mal richtig bewusst. Es ist ziemlich geil. Wie gesagt, Spiele öfter durchspielen ist auf jeden Fall keine verkehrte Sache. Man kriegt einfach so viel mit, was man vorher gar nicht mitbekommen hat. Daumen hoch, kostenloses Abo und die Glocke aktivieren wäre natürlich auch noch mega nice. Würde ich mega supporten. Dann verpasst ihr keine weitere Folge zu God of War, God of War Ragnarok und jedem weiteren Let's Play, was hier auf diesem fantastischen Kanal stattfinden wird. Ey, danke vorab. Super viel Spaß jetzt mit dem Video. Ab geht die Post. Jetzt wartet direkt einer der schlimmsten Gegner überhaupt hier in diesem Spiel. Diese dämliche Waldhexe, die wir jetzt ratzfatz irgendwie auseinandernehmen müssen. Let's go. Ich hoffe, Atreus kommt jetzt auch klar. So, die kam doch hier eben, oder? Die kam doch hier eben. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ach man, was mache ich? Was mache ich? Okay, loot mal schnell die Kiste weg. Ja, so viel Wertvolles kann hier nicht drin sein, oder? Eine Armrüstung, die absolut scheiße aussieht, glaube ich, oder? Nö, so ein Lederset. Abklingzeit und Abwehr. Aber dafür würde Stärke deutlich runtergehen. Aber Abklingzeit, uff. Geheimarmschiene. Schwer. Ne, kann ich nicht. Ich will erstmal so ein bisschen wenigstens bei Stärke bleiben. So, haben wir irgendwas hier übersehen? Nö. Und hier müsste auch eine Valkyrie sein. So, Hexe. Da portet die sich direkt wieder weg. Hexvieh. Wo bist du? Wo bist du? Da. Komm. Kriegen wir die schnell hoch? Bevor die wieder weg ist. Mann. Na, komm. Da lacht so ein Saus ganz dreckig. Ey. Wir kämpfen hier, nicht da oben. Guck mal, die kommt doch her. Okay, wo ist Atreus? Ich muss sie da runterprügeln. Können wir die jetzt schon finishen? Komm schon. Bitte, lass sie nicht mehr gehen. Yes. Junge. Ich hasse die. Nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Nee, das war tatsächlich nicht gut. Das hat zu lange gedauert. Die erste, die wir gefunden haben, die haben wir so ratzfatz platt gemacht. Gehen wir hier rein. Na, ist Valkyrie. Markiert der die eigentlich irgendwie auf der Map, die Türen? Nee, ne? Markiert der das jetzt hier als... Nee, markiert er nicht. Man muss sich das tatsächlich merken, ne? So, da kommen wir auch noch nicht rein. Kurz einmal umdrehen. Haben wir irgendwas essentiell Wichtiges übersehen? Nee. So, Leben ist voll. Tatesmann ist auch voll. Wie gesagt, Zauber, immer noch kein Plan. Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Boah. Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr. Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Schnell auf die Hunde. Die nerven nämlich... Ran da ran. Segen, Abklingzeit, irgendwas haben wir bekommen. Boah. Wo bleibt der Frostschaden, den ich gelevelt habe? Okay, Attentäter. Okay, das war's. Nice. So, eine Kiste. Haben wir... Oh, gesehen. Das Feuer bleibt ja ziemlich lange. Okay.
Warum, ey? Warum sieht das so scheiße aus, Mann? Die machen hier so eine geile Standardrüstung und machen dann so ein hässliches Set noch. Verstehe ich nicht. Akyurenrüstung eh die beste im ganzen Game, aber leider findet man die erst ziemlich spät. Würde sich tatsächlich eher für so ein New Game Plus dann lohnen. Leichter Runenangriff. Was machst du denn? Ah, okay. Brauchen wir erstmal nicht. So, haben wir jetzt irgendwas hier unten freigelegt durch die Explosionen? Nee. Hier noch irgendwas? Dann weiter im Spiel. Yo, der Gorilla kann sprechen. Alter Schwede, Kratos opfert einfach seinen Arm. Junge. Vater? Ein Ogre kommt nie allein, oder? Oder? Nee. Jetzt komm mal, der ist so ein geiler Gegner, Mann. Komm her, du Gorilla. Ratte! Jo, der Stufe 2 mit 4 Lebensbalken. Schieß auf ihn drauf, vielleicht können wir den schnell stunnen. Oh, wir können ihn tatsächlich schnell stunnen. Rein da! Okay, jetzt kann die kleine Schutz einfach mal kommen, ey. Einfach mal windelweich prügeln, ja? Okay, der Ogre kriegt keinen Schaden durch die Explosion. Schade, schade, Mann. Nochmal. Junge. Oh. Boah, ich dachte, wir kriegen jetzt so einen geilen Mega-Finisher. Hier? Wer hat das hier gebaut? Yes, Mann. Ostflamme, nice. Axtstufe 2. Und ein seltener Zauber. Erhöht Stärke und Runenkraft. Okay, ich glaube mit den Zaubern, das war so. Man kann sich das aussuchen, ob man dann diesen Auferstehungsstandard oder eben das. Naja, verstanden, verstanden. Wir sind am Berg. Durins Berg. Deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Weil es hier so schön ist, oder was? Also mit diesem reingemeißelten Totengesicht, so schön ist es nicht. Oder sehe nur ich das so? Okay, die Kiste können wir nicht erreichen, noch nicht. Erstmal umschauen. Grundsätzlich immer in die andere Richtung erstmal laufen. Eher nicht. Wie will er ihn in Gang bringen? Das ist mir egal. Der schwarze Atem. Jo, das ist, wie gesagt, imposant, ne? Ist das Wort. Ist das Wort des Games. Ist das Rauch? Ja. Rauchzeichen. Am Berg. Ich kann nicht mehr. Hey, runter geht noch nicht, ne? Ne. Okay, gehen wir hoch. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt.
Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Na, Alfheim, ne? Ist zwar cool, aber ich mag diesen Alfheim-Part nicht so gerne tatsächlich. Der zieht sich irgendwie extrem in die Länge. Für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Nochmal gespannt, so generell in Ragnarök. In Ragnarök wird ja quasi, wir sind ja auf derselben Map, ne? Was so richtig ist, dass man sich denkt, oh, hier war ich schon in God of War 2018. Oder ob man sich denkt, boah, krass, Mann, ey. Da haben die noch ein Gebiet hinzugefügt und noch eins. Oder ob man wieder hier durch dieselben Areale stapft. Bleibt echt spannend, ey. Ich hab so Bock auf dieses Game, Mann. Das hier. Greisa. Greisa. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Okay. Vielleicht ist er fertig. Da. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Ja, die sind echt. Also ich mag die. Ich mag die gerade. Ich weiß nicht, was du für ein Problem mit denen hast, aber ich finde die cool. Hindri noch ein bisschen mehr als Brock, weil einfach auch Dexter und so, ne? Ihr wisst. Ja, ab nach unten. Geben wir Sindri die Frostflamme 2 und verbessern unsere geile Axt. Ich war barfuß unterwegs. Läuft bei dir. Mal so eine Summe. Der Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Okay. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Ich wollte gerade sagen, in Ragnarök wird bestimmt der Kampf kommen irgendwie. Die Weltenschlange wird sich in Thors Kampf mit einmischen. Ich sag's jetzt schon. Merkt euch meine Worte, wenn wir dann im Let's Play zu Ragnarök sind. Da würde ich genau sagen, genau heute habe ich's gesagt. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen. Selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Sindri nicht da? Schade. Sie spricht eine tote Sprache. Oh. Aber ich habe Mimi verstanden. Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Bikini. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Schaust du zu? Josta! Was? Es ist fest! Albenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Ich will auch. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht, solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Ich will auch eine. Diese Wurzeln, was ist das für eine Magie? Von den Warnen. Aus Warnerheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Warngötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Ist das so? Okay, die Welt hat sich ein bisschen verändert schon, oder? Kann ich jetzt hier lesen? Oder sagt er immer noch, es geht nicht? Okay, ich kann gar nicht interagieren. Ich muss jetzt einfach nur wie so ein kleiner Azubi hinterherrennen, Mann. Oh, die Weltenschlange hat sich bewegt.
wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer... Mir gefällt nicht, wie die Schlange mich mit ihren leuchtenden, großen, orangenen Augen hier anstarrt, ey. Danke, dass ich sprinten darf, Spiel. Dankeschön. Achso. Mann, ich will leveln. Okay, geh mal nach rechts eben, dann ist es eben so. Mann. Ach, ja, alles klar, okay. Ja. Da, wieder ein Lichtkristall. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Josta. Josta. Was machen wir genau? Wir drehen das Ding. Heb zuerst die Achse an. Gut, jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Mach ich. Kratos ist einfach so stark. Der hebt einfach den halben Tempel hier an, das ist keinem erzählen, Mann. Perfekt. Jetzt schiebt die Brücke die Schiene entlang. Ja, ich gebe alles. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Dankeschön. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nee. Er war schon immer sehr stark. Was die Toten angeht, jemand nannte sie Hehlläufer. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Warnmagie Tote erwecken? Konnte sie einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. So, ersten Halt haben wir geschafft. Knöpf ihn rein. Perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Okay. Das war beeindruckend. Tut dir jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Sonst kommt sich richtig verarscht, weil... Durch diese Türen. Haben die Riesen oder die Alben... Okay, wo ist die Schlange jetzt? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Bitte lass mich vor upgraden jetzt. Auch Brock ist weg, oder? Mann! Josta, deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Machen wir auf jeden Fall. Nun komisch, dass Atreus Sehne nie leer geht, ne? Aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Sappenduster. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Nach Alfheim reisen. Der Bifrost. Müsste jetzt nicht hier irgendwo auch, wie heißt er? Ach man, wie heißt er? Hier mit Toren so. Ach komm, ey. Ich komm grad nicht auf den Namen. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Okay. Tust du es oder tue ich es? Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt Heimdall und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere mein den Gott. Bifrost dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Versteckte Ladezeit. Und nur von hier aus
könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Die Brücke, heftigen die ihr draußen verschoben habt, Geschichte ist derzeit erzählt. Auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Okay, ich will drehen. Ich will drehen. Moment, bewegt das die große Brücke draußen? Ja. Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen eins, draußen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, aber sieben Welten, oder? Wenn ich mich nicht verzählt habe. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne kann man wirklich in sieben Welten reisen, oder? Kann die Sequenz nicht beginnen. Für jede Welt steht eine oder ist das erst für Ragnarök schon? Zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Okay, let's go. Abreisen. Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Ja. Der hängt vorne jetzt hier an der Tasche. Reisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Ragnarok würden wir noch kämpfen. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Eine Welt jenseits unserer. Oh, geil, Mann. Ich klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt das ist optische Täuschung. Ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also machen wir. Setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Alright, dann gehen wir durch. Offenbare, was hinter dir steckt. Okay, seine Werkstatt ist auch noch am Start. Gut, gehen wir rein jetzt. Komm, Alfheim, let's go. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht. Ist los? Oh, oh. Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Baum nicht hat. Nein! Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Da wollte sie uns doch vor etwas warnen. Was wollte, oder vor was wollte sie uns doch warnen? Das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Mal um.
Daumen hoch, Kosmos-Abo und vor allem die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video zu God of War und God of War Ragnarok hier auf diesem Kanal verpassen werdet. Mann, danke fürs Einschalten. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge dann hier in Alfheim, wenn wir das Licht beschaffen. Bis dahin, geilen Tag. Ciao, mich vor.